Hallo. Heute möchte ich mal über die Auferstehung nachdenken. Das ist ja eines der zentralen Themen des Glaubens, des Christentums. Und die Bibel sagte ganz deutlich, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist der Glaube auch irgendwo sinnlos und wertlos und es macht alles keinen Sinn. Aber Jesus Christus ist von den Toten auferstanden und das ist auch der Grund, warum auch wir auferstehen werden. Wir Christen, aber auch die Atheisten, die Ungläubigen, werden auferstehen. Das ist auch eine klare Tatsache. Es gab zu biblischen Zeiten die Sadduzäer. Die glaubten auch irgendwie an Gott, aber nicht an die Auferstehung. Und das ist also kein Phänomen der heutigen Zeit, dass man das ignoriert, sondern auch damals gab es solche Leute, die diese Irrlehren verbreiteten und quasi dem Glauben damit die Grundlage entzogen haben. Wir sollen uns nicht irren, sagt die Bibel. Es wird eine Auferstehung der Toten geben, und zwar für alle. Und jetzt ist ja bald auch wieder die sogenannte Osterzeit. Obwohl ich dieses Fest eher als Auferstehungsfest beschreiben würde, mit Ostern in dem Sinne hat das auch nichts zu tun. Der Name kommt, glaube ich, aus der altgermanischen Mystik. Da gab es wohl eine Göttin namens Ostera und die hatte wohl auch was mit einem Hasen zu tun und mit Eiern als Symbol der Fruchtbarkeit. Und damit hat man einfach den Frühlingsanfang gefeiert und die Fruchtbarkeit und die Natur und so weiter. Aber mit dem Auferstehungsfest an sich hatte das nichts zu tun. Das hat man einfach irgendwie übernommen. Für uns Christen ist das Auferstehungsfest eigentlich das ganze Jahr zu feiern. Ebenso wie Weihnachten. Gott wurde Mensch und es gibt eine Auferstehung der Toten. Weihnachten und Ostern ist für Christen ein Ganzjahresfest. Gott segne euch.